Und, also mittlerweile bin ich ja bei so einer Tradingbank und habe dort ein Konto. Und habe dort die Aktienkäufe tätigt. Wenn ich jetzt so eine Put-Option, heisst das, ich glaube, wenn ich jetzt so eine kaufe, mache ich das auch dort? Machst du auch dort. Ich würde vor allen Optionen eigentlich abraten. Es ist nur ein Interessefrage. Ja, aber du kannst sie definitiv bei deinem Broker kaufen. Sowohl ein Call, das heisst, du wettest darauf, dass der Aktienkurs zugeht. Das heisst, du kannst sie dann quasi zu einem günstigen Preis callen, oder? Die Aktie kommt zu einem günstigen Preis zu mir. Und dann hat die jetzt quasi ein Verfallsdatum, so eine Option? Ein Verfallsdatum, was, und zu einem bestimmten Frist? Preis kannst du kaufen. Was ist denn die Frist? Typischerweise 3 Monate. 3 Monate, ja, okay. Ist ja auch länger. Und warum ratest du von dem ab? Ja, es hat mehrere Gründe. Der wichtigste Grund ist vermutlich der, dass eine kurzfristige Beurteilung des Aktienkurses ist fast unmöglich. Mhm. Also, selbst Profis sagen dir, also, über einen kürzeren Zeitraum kannst du nicht beurteilen, ob der Aktienkurs unten oder runter geht. Das ist einfach wirklich zu unwägbar. Da haben sogar Professoren den Nobelpreis bekommen, um das nachzuweisen. Wenn du aber langfristig schaust, oder über 3, 5, sogar 10 Jahre, dann kannst du schon beurteilen, ob die Aktie eher Ruhe gehen oder runter. Ja. Das kann man dann schon beurteilen, indem man gewisse grundsätzliche Überlegungen macht, wie gross die Firma kann werden kann, wie viel Gewinn sie erwirtschaften kann. Aber ob das dann sich sofort umsetzt, das Jahr, ist eigentlich abhängig von so viel willkürlichen respektive persönlichen Entscheid, dass du praktisch nicht kannst beurteilen kannst, in welche Richtung geht es in den nächsten 3 Monaten. Wenn du also so eine Option kaufst, ist das wirklich sehr spekulativ. Es ist sehr nahe beim Roulette. Okay. Also es wird zum Glück spielen, oder? Es wird also, zum Glück spielen. Also so wie ich sage, es kommt jetzt schwarz, kann ich sagen, die machen jetzt Gewinn. Genau, ja. Ohne dass ich es wirklich weiss oder ohne dass ich anhand von der bisherigen Kugelverläufe etwas bestimmen kann. Du kannst eigentlich nichts bestimmen, obwohl sich die Leute, obwohl sich viele Leute sicher fühlen in diesen Wetten. Also sie beobachten die Kugelverläufe, erkennen das Pattern, zum Beispiel, dass die Kugel immer in den ersten 20 Zahlen ist und sind dann der Meinung, die nächsten paar Mal wird es auch in den ersten 20 sein. Mhm. Bei einem Roulette ist es wahnsinnig schwierig, dich das zu überzeugen, aber es gibt auch Leute, die glauben das dann. Die glauben auch beim Roulette, dass sie ein Pattern erkennen können. Mhm. Beim Aktienmarkt ist es noch schwieriger, zu erkennen, dass die kurzfristige Aktienentwicklung ein rechter Zufall ist. Man glaubt immer, man weiss jetzt, was passiert. Oder? Man glaubt, man hat jetzt genug gelesen, oder? Und jetzt spricht doch alles dafür. Zum Beispiel bei der Wahl von Trump hat alles dafür gesprochen, dass die Aktienkurse fallen. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Ja. Also was würdest du mir denn jetzt empfehlen, dass ich so weitermache wie bisher? Dass ich einen Betrag, den ich mir leisten kann, monatlich ins Portfolio investieren und darauf ausgerichtet, dass ich das behalte, also nicht gehen Ja, ich würde jetzt momentan behalten. Ich würde jetzt Erfahrung sammeln. Das ist das Erste. Und das heisst, nicht zu viel Geld ausgeben für deine Verhältnisse, dass du kannst auch mit dieser Situation umgehen, wenn dein Portfolio 30% runtergeht. Mhm. Das muss man irgendwie einfach, das hat es einfach gegeben. 2008 ist auch in der Schweiz in der Aktienkurs im Schnitt um 40% gefallen. Und genau in diesem Augenblick sollte man eigentlich dann sagen, cool, jetzt ist alles billiger. Ja. Also du musst eine Art, wenn es aber zu viel ist, weißt, wenn das alles ist, was du hast, dann tut es dir zu stark weh. Ja, das ist klar. Wenn es nur ein bisschen ist, sagst du, ja, das bisschen habe ich jetzt verloren, jetzt bleibe ich dabei und kaufe. Mhm. Also eigentlich solltest du dich auf diese Situation parat machen. Wie war das eigentlich? Ich habe dir ja geschickt, bei dem VIAG habe ich ja auch investiert. Ja. Und bei mir hat es einen Verlust gehabt. Ja. Wie war das für dich, als du das gesehen hast? Dass du einen Verlust gehabt hast? Ja. Ich habe es nicht verstanden. Ich konnte es nur darauf zurückführen, dass du schon länger dabei bist. Und du bist kürzer dabei gewesen. Ah, du bist kürzer dabei gewesen? Ja. Okay. Oder nicht? Ich weiss es nicht. Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass ich schon länger dabei bin. Ich weiss auch nicht, wenn du wie viel reingegeben hast, zu welchem Zeitpunkt. Oder? Mhm. Also ich habe gesehen, wir haben gleich viel Geld drin, lustigerweise. Aber ich weiss nicht, wann was reingekommen ist. Und eben, es hat ja umgeschwankt wie nichts. Oder? Und, eben, ich habe gesehen, am Anfang ist es gerade mal runter. Und hast du nicht gedacht, oh, das könnte mir auch passieren?
Mal, ich gehe davon aus, dass es mir passieren wird. Also, okay. So viel habe ich ja jetzt gelernt von dir, oder? Dass das halt einfach nun mal wie Frühling und Herbst funktioniert, aber dass es langfristig gesehen eine positive Richtung hat. Oder? Und dass ja das Betrachtungsfenster entscheidend ist. Also, wenn du zum Beispiel den Dagi aufmachst, dann siehst du Gewinner und Verlierer des Tages. Oder? Mhm. Dann siehst du zum Beispiel, dass die Swiss Re plus 1,27% hat. Und das sieht dann so gut aus, aber das ist ja wirklich ein Tagesurteil und somit nicht brauchbar. Oder? Also ich gehe davon aus, dass das, was ich da investiere, dass das mal mehr wird sein, als ich investiert habe, und mal weniger. Und dass, wenn ich dann zum Zeitpunkt X sage, jetzt nehme ich alles wieder raus, dass es gesamthaft gesehen ein Plus wird haben. Also von dem gehe ich aus. Aber wenn ich irgendwo reinschaue, dann im Rückblick wird es natürlich wahrscheinlich katastrophale Momente geben. Oder?